Hallo, ich bin Helen, die Küchenspezialistin, und ich habe hier einen ganz tollen Kühlschrank entdeckt. Ich glaube, ich werde mal hier die Sabine mal ein bisschen interviewen, was es denn mit diesem riesen Display so auf sich hat. Sabine, sag mal was dazu. Hallo Helen. Ja, ich kann natürlich ganz viel dazu sagen. Ja. Dieses Gerät hier hat drei Grundfunktionen. Ja? Einmal das ganze Thema Food Management, also alles, was mit dem Essen zu tun hat. Ja? Dann die zweite Funktion, hörst du hier aus dem Lautsprecher, Entertainment. Genau. Ja? Dann noch das Thema Family Management. Leute, die einen Edelstahlkühlschrank in der Küche haben, die sind meistens voll mit Magneten und lauter Zetteln, die da dranhängen, mit lauter Notizen, was ich nicht vergessen darf. Ja. Meine ganzen Notizen habe ich dann in meinem Display drin. Ja? Also ich habe meinen Kühlschrank aufgeräumt und das managt meine Familie, so wie vorher die Magnete an den Zetteln. Man kann jetzt hier sozusagen den Inhalt organisieren. Ganz genau. Ich kann zum Beispiel eingeben, was in meinem Kühlschrank Inneren drin ist. Dieses Gerät ist natürlich über mein WLAN und über die SmartThings App mit meinem Handy verbunden. Ja. Du kennst die Situation beim Einkaufen? Ich stehe vor dem Regal. Habe ich jetzt noch den Käse? Habe ich noch die Milch? Ja oder nein? Und wie viel habe ich davon? Genau, reicht es noch? Genau, reicht es noch. So, das heißt, wenn du die Dinge eingibst, dann kannst du auf deinem Smartphone gucken, was habe ich denn eigentlich noch im Kühlschrank. Ne? Du kannst natürlich auch in den Kühlschrank hineinschauen. Weil wir drinnen Kameras haben. Ja. Die Kamera macht jedes Mal, wenn ich öffne und schließe, ein neues Bild. Und dann weiß ich also, was da drinnen ist. Ne? Habe ich gesehen, dass wir ein wunderbares Bier haben. Herz drauf gebe ich jetzt hier ein. Ja. Hinzufügen. Auf dieser Bierflasche, die ihr seht, ist hier ein Ablaufdatum aufgedruckt. Ja? Ja. Der 29.12.2019. Ja, das gebe ich jetzt hier mal ein. So weiß ich, dass mein Bier 233 Tage hat, wo es noch frisch ist, wo man es noch genießen kann. Der Kühlschrank erinnert dich in regelmäßigen Abständen daran, wenn du Produkte mit Verfallsdatum drin hast. Ja, also auch vorher, dass ich nicht am letzten Tag schnell noch das Bier trinken muss. Ganz genau. So schnell kannst du so viel Flasche nicht leer trinken. Aber auch bei kritischen Dingen wie Fisch oder wie Hackfleisch wirst du daran erinnert. Und jetzt kommt es. Dein Kühlschrank macht dir sogar Vorschläge, was du aus diesen Zutaten, die da drin sind, die vom Ablaufdatum bedroht sind, auch kochen könntest. Da also Rezeptvorschläge vom Kühlschrank. Genau. In der Früh, alle sind ein bisschen müde. Ja. Und dann sagt man, was könnte uns denn aufwecken? Ja, vielleicht unsere Lieblingsplaylist. Habe ich vielleicht irgendwas zum Morgens aufwecken oder irgendwas? Auch ein Hörbuch. Ja, ein Hörbuch natürlich. Genau. Genau. Also das alles kannst du machen oder eben den Radiosender deiner Wahl. Ja. Kannst dir deine Apps runterladen. Das ist jetzt nur beispielhaft. Ja. Zum Entertain-Bereich gehört auch noch, wenn du einen Samsung-Fernseher hast, dass du auch das Fernsehbild übertragen kannst. Ja? Auch noch. Also ich sage jetzt mal, abends kommt ein Fußballspiel im Fernsehen. Ja. Du wirst verdonnert, du musst die Zwiebeln für einen Salat schneiden und aber denkst dir, genau. So, also sagst du, das ist gar kein Problem. Ja? Ich verpasse kein Tor. Ja? Genau. Da kannst du deine Fotos zum Beispiel haben. Du musst ja nicht diesen Hintergrund haben. Ja? Du kannst ja einfach Familienfotos haben vom letzten Urlaub, von Weihnachten und so weiter. Hier ist noch die App Ring. Wenn du jetzt ein Einfamilienhaus hast, dann kannst du eine Kamera an der Eingangstüre installieren, Ring, und dann siehst du, wer klingelt. Ja? Hast du hier das ganz große Bild, wer da dann vor der Tür steht, bei welcher Nachbarin du aufmachst. Oder lasse ich die genau, ganz genau. Das ist gut, wirklich auch für Kinder. Ne? Dann kannst du deinen Kindern sagen, schaut erst mal, wer klingelt da an der Haustür, bevor ihr aufmacht. Ne? Zum Beispiel haben wir den Morning Brief. Ja? Das hat jetzt nichts mit Brief zu tun, sondern wie Briefing. Briefing, ja? Genau. Ich kann hier bis zu 6 Familienmitglieder verbinden. Und dann sehe ich von den 6 Leuten, was haben die heute für Termine. Ja? Wie lange? Kalender eigentlich. Ein Stück dein weit. Kalender. Das ist von ja deinem okay. Smartphone. Du musst dir nichts eingeben extra, sondern von deinem Smartphone. Da steht dann Elternabend, da steht Theaterkarten. Und so weiß dann jeder, wo ist der andere. Ja? Hat Sohnemann Fußballtraining oder hat die Tochter Fußballtraining oder wer muss wohin, und wer muss abgeholt werden. Kannst einfach kurz abrufen genau. Und hat hier so diese zentrale genau. Stelle. Noch eine sehr schöne Funktion, das Whiteboard. Ja?
die wunderschönen Gemälde der Kinder. Gemälde, ja. Da geht nichts verloren. Ja. Kann ich auch weiterleiten per E-Mail. Habe ich direkt auf dem Handy wahrscheinlich. Du hast alles übers Handy, wenn du mit der App verbunden bist. Okay, also das heißt, wenn ich die App habe, dann habe ich alles, was ich auf dem Handy habe, auch auf dem Kühlschrank in dem Fall. Ganz genau. Ja. Ich denke, für den Moment hast du da die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Und dann sage ich herzlichen Dank, Sabine. Sehr gerne, Helen. Und bis bald. Ja, bis bald.